Einen wunderschönen Abend, liebe Radio-Lora-Hörer und Hörerinnen. Heute wieder die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Wie jeden vierten Freitag auf Radio-Lora 92,4. Ich heiße Antje Hobucher. Ich bin Schauspielerin und moderiere heute das erste Mal bei Radio-Lora die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast. Das ist der Bildhauer Herr Stefan Nesko. Schön, dass Sie heute bei diesem wunderbaren sonnigen Wetter zu uns ins Studio hier in der Schwanthaler Straße 81 gefunden haben. Ja, Herr Stefan Nesko, Sie sind geboren 1950 in Rumänien, aufgewachsen in Bukarest und, so wie ich erfahren durfte, seit 1978 in Deutschland. Jetzt ist meine allererste Frage, was hat Sie denn nach Deutschland geführt? Also zunächst einmal möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Und es ist genauso auch für mich eine Premiere. In dem Sinne sind wir da gleich auf derselben Augenhöhe, auf derselben Linie. Und ich hoffe, dass die Zuhörer etwas damit anfangen können, was wir da erzählen und machen und fragen und antworten. Na, davon gehe ich aber aus. Okay. Ja, was mich nach Deutschland gebracht hat. Gut, ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Das war 1978, als ich nach Deutschland gekommen bin. Die kurze Antwort auf eine lange Frage mit der tiefen Wurzeln ist, ich wollte weg, weil die mich haben wollten. Und die, das sind, was in der DDR die Stasi hieß und in Rumänien hieß das die Securitate. Ich hatte eine ziemlich gute Ausbildung und deswegen dachten sie, einer wie mich könnten sie gebrauchen. Und nachdem ich ein kleines Kind hatte, kurz zuvor geheiratet hatte und so weiter, ist mir klar geworden, dass ich schlicht und einfach erpressbar geworden war. Wenn ich fragen darf, Sie haben Ihre Ausbildung gemacht in was? In Germanistik, speziell Sprachwissenschaft. Ich habe in Leipzig studiert, in der damaligen DDR. Das war etwas ganz Besonderes für mich und für alle, die ich dort dann getroffen habe. Sprachwissenschaft aus dem einfachen Grund, weil Literatur war dermaßen politisiert in der DDR. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen mit sozialistischem Realismus und all dem Kram. Linguistik war etwas anderes. Und deswegen bin ich Sprachwissenschaftler von Haus aus. Jetzt sind Sie, außer dass Sie Sprachwissenschaftler sind, auch Bildhauer. Und über den Aspekt, ich denke, es ist der emotionalste, der wichtigste Aspekt in Ihrem Leben, möchte ich gerne heute Abend mit Ihnen sprechen. Verraten Sie uns, wie sind Sie zur Bildhauerei gekommen? Es war ein längerer Weg, der hat schon in meiner Kindheit angefangen. Da habe ich sehr gerne aus Plastilin und so kleine Tierchen modelliert und gebastelt. Aber so richtig dazu gekommen bin ich eben auch in Leipzig, wo ich mich mit einem Maler und Bildhauer angefreundet habe, in dessen Werkstatt, Atelier ich viele Stunden verbracht habe und ihm zugesehen habe, wie er arbeitet. Und er ließ zum Beispiel schwere Musik wie Bartok ständig laufen und ich saß da und schaute ihm zu. Und eines Tages hatte er davon genug und sagte zu mir, André, hier ist ein Stein, hier ist eine Meißel, hier ist ein Hammer, mach was. Wow. Und das hat mich elektrisiert und ich habe da tatsächlich da angefangen und habe eine kleine Arbeit gemacht, die ich heute noch besitze, das ist der Sklave. Der Sklave. Was hat Sie zu dieser Figur inspiriert? Wo haben Sie da Ihre Inspiration geholt? Aus dem Material heraus oder kam die Idee sozusagen zu Ihnen? Die Idee war eher ein Gefühl.
Es war nichts im Kopf, sondern ein Gefühl, das ich irgendwie ausdrücken musste, weil es war mir ganz klar bewusst, wo ich bin. In einer anderen Diktatur, aber genauso eine Diktatur wie in Rumänien. Vielleicht sah das ein bisschen anders aus, aber ich hatte schon so viel dort erlebt und mitgekriegt, dass ich dieses Gefühl in eine Form bringen musste. Mhm. Und ohne lange zu überlegen oder zu denken oder gestalterisch oder irgendwie zu planen, kam das dabei heraus. Ja, und das war das allererste Mal, dass ich irgendwie in Stein etwas geformt habe. Es ist sozusagen aus Ihnen heraus geboren. Absolut, es ist rausgesprudelt. Rausgesprudelt, ja. Da hat sich etwas befreit, so wie sich das anhört. Mhm. Wie ist denn Ihr weiterer Verlauf? Sie haben Ihre erste Skulptur angefertigt. Was hat Sie weiter an der Bildhauerei gehalten? Ja, das ist eine gute Frage, weil zwischen diesem ersten Stück und dem nächsten Stück lagen dann 20 Jahre. Oh. Das war die Zeit, als ich aus Rumänien nach Deutschland kam, die Zeit, wo ich in Deutschland eine neue Existenz aufgebaut habe, die Zeit, wo ich einen neuen Beruf erlernt habe und ausgeübt habe, wo meine Familie, Frau und Kind nachgekommen sind. Und es war eine Zeit, wo das alles einfach eingeschlafen war. Und irgendwann ist es aufgewacht, da war ich so um die 40. Man könnte das auch Midlife-Crisis nennen. Aber das war keine Midlife-Crisis, sondern das war ein in mir liegendes und schlafendes Bedürfnis, mit den Händen etwas zu machen und Gefühlen eine Form zu geben. Verstehe, Sie sagen das richtige Wort, Sie sagen Hände. Mir geht es immer so, wenn ich in einer Ausstellung bin und ich schaue mir Skulpturen an, Installationen, aber vielleicht sogar eher auch bei Skulpturen, habe ich oft den Wunsch, wie ein kleines Kind, die Skulptur anzufassen. Es hat was sehr Sinnliches, etwas sehr Haptisches. Ich habe mir schon ein paar Skulpturen von Ihnen anschauen dürfen. Und was da auffällig ist, ist, dass Sie mehrere Materialien miteinander kombinieren. Ich frage einfach, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, ich unterhalte mich hier mit Ihnen. Was führt Sie dazu? Warum verbinden Sie Holz mit zum Beispiel Marmor? Ja, also das hat sich langsam entwickelt. Es hat keinen Punkt oder keine Absicht gegeben, kein Plan, sondern irgendwann hatte ich dieses Gefühl, das sind zwei Materialien, die wirklich gegensätzlich sind, nicht wahr? Holz ist etwas, was gelebt hat, und Stein ist etwas, was ja Millionen alt ist. Und irgendwie fand ich, dass die einen Weg zueinander finden könnten. So, und aus diesem Gefühl heraus habe ich probiert und das eine dahingestellt und geguckt, und wie könnte das werden und was sollte ich zu wem hinzufügen, das Holz zum Stein oder den Stein zum Holz und so. Und so sind diese Dinge dann entstanden, nach und nach. Herr Stefanescu, das klingt alles sehr spannend, sehr aufregend und inspirierend. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Unterbrechung und ich darf unseren ersten Song ankündigen. Das sind die Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Wir lauschen. Wir sind wieder auf Sendung bei den Künstlerfragen, der Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes, wie jeden vierten Freitag im Monat. Zu Gast heute der Bildhauer Herr Stefanescu. Ja, wir haben jetzt vor unserer ersten Songeinlage gesprochen über die verschiedenen Materialien, die Sie in Ihren Skulpturen zusammenfügen, nämlich Holz und Stein. Beim Stein habe ich schon erfahren dürfen, dass Sie eine besondere Beziehung zum Marmor haben. Sie sind 1995 in Italien gewesen, und zwar auf einem Bildhauersymposium bei Azzano in der Nähe von Carrara. Carrara ist also das Mekka für Bildhauer. Bei diesem Symposium war das Motto des Lehrganges die Mystik des Steins. Bitte erklären Sie uns, was haben wir darunter zu verstehen? Was ist für Sie die Mystik des Steins?
Also Alzano war für mich ein Schlüsselerlebnis, insofern, als das eigentlich weniger ein Symposium war, sondern eher ein Lehrgang in Bildhauerei. Und das war das erste Mal, dass ich damit richtig in Kontakt gekommen bin. Und die Mystik des Steins, ja. Wir sollten in einem alten Flussbett, welches Marmorblöcke und Schotter aus Marmor enthielt, einfach unseren Stein suchen. Und ja, keiner von uns hatte Ahnung, wie man das macht und was man macht. Und da hat man uns gesagt, richtet euch nach eurem Gefühl. Und wir sind in den Fluss gestiegen, das war ein richtiger Fluss, das war kein trockenes Flussbett, und haben da geguckt und geguckt und so. Und jeder hat dann irgendwas gefunden. Und ich habe einen da gefunden, der mich angesprochen hat. Und den habe ich eigenhändig aus dem Flussbett gehoben, 20 Kilo vielleicht, und eigenhändig dann die Böschung hinaufgetragen. Und das war dann mein Stein. Und das war ein solches Erlebnis, dass ich von seit damals fest daran glaube, dass Steine ein Leben haben und keine toten Gebilde sind, ja, sondern sie warten und warten und warten und warten, und irgendwann kommt einer und macht etwas draus. Ja, das heißt, sie verbinden sich, so hört es sich zumindest für mich an, sie verbinden sich mit dem Wesen des Steines. Ja, ja, das kann man so sagen, ja. Ich glaube an das Wesen von Steinen. Mhm. Das tue ich, ja. Ja. Das tritt mit Ihnen dann in Verbindung und inspiriert Sie dann auch für die nächste Skulptur. Oder gehen Sie schon mit einer Idee auf die Suche nach dem richtigen Stein? Ja, teils, teils. Also ich verwende gerne ein Bild, was bitte vielleicht jetzt nicht sexistisch zu verstehen ist, sondern ganz wirklich poetisch. Marmor ist wie eine Frau. Behandle sie mit Respekt, behandle sie mit Zärtlichkeit, behandle sie mit Einfühlungsvermögen und sie wird antworten. Behandle sie ohne Respekt, behandle sie brutal, dann wird sich der Stein, der Marmor, rächen. Er wird brechen, er wird widerspenstig sein und er wird dir nicht erlauben, das mit ihm zu machen, was du gerne möchtest. Das wird er nicht. So, und was zuerst kommt, die Idee oder das Gefühl? Also für mich ist die Arbeit am Stein, manchmal geht es mit einem Konzept los, wo ich mir etwas vorstelle und das möchte ich umsetzen. Manchmal fange ich einfach an und dann kommt etwas heraus. Ich möchte gerne das Beispiel von Beuys geben, der ganz hervorragende Zeichenanleitungen gegeben hat. Und man nehme ein weißes Blatt Papier und jeder weiß, dass man dann sprachlos und ideenlos davor steht. Ob ein Schriftsteller oder ein Zeichner, egal. Man ziehe einen Strich und schon ändert sich was. Und dann kann man weitermachen. Aber dieser erste Strich ist das Wichtigste. Der kann diagonal sein, der kann, oder ein Punkt. Und so ist es auch bei der Bildhauerei oft. Man fängt einfach an und der Stein antwortet. Und dann kommt man in ein Gespräch. Und dabei entsteht was. Das hört sich sehr spannend an, dass Sie mit dem Stein in Kontakt treten. Mhm. Sie haben jetzt Joseph Beuys genannt. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, welcher Bildhauer hat Sie denn am meisten inspiriert? Also welches Werk begleitet Sie durch Ihr künstlerisches Leben? Ja, also jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht das sogenannte Name-Dropping verfällt, dass man Namen nennt und man mit ihnen in Verbindung gebracht werden möchte. Es gibt einige Bildhauer, die ganz, ganz großen, Michelangelo, Brancusi, auf Rumänisch Brâncuș, dann auch weniger bekannte wie Isamu Noguchi, das ist ein Japaner. Was ich am absolut unglaublichsten finde, weil
jenseits von Menschlichkeit und jenseits von Menschsein, jenseits von dieser Erde. Das ist, was Michelangelo gemacht hat. Wenn man auch vor seinen unvollendeten Werken steht in Rom, wird man klein und still und bescheiden, wenn man das sieht, wie er gearbeitet hat. Die Spuren seiner Arbeit, ja, das waren menschliche Hände, die vor 500 Jahren ihre Spuren dort gelassen haben. Und die kann man sehen. Und was das für ein Mensch gewesen ist, das kann man sich dann kaum noch vorstellen. Lieber Herr Stefanescu, vielen Dank vorerst mal. Ich darf jetzt unseren zweiten Song ankündigen, und zwar Bob Marley, No Woman, No Cry. Die Frauen haben wir ja jetzt schon eingeführt. Wir sind wieder auf Sendung. Liebe Radio-Lora-Hörer und Hörerinnen, Sie sind bei den Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Und heute Abend zu Gast Herr Stefanescu, ein Bildhauer aus Rumänien. Und wir waren gerade dabei, Ihre Arbeit ein wenig zu beschreiben, Ihre Beziehungen zum Stein, wie Sie in Kontakt treten mit dem Stein. Ein paar Skulpturen, die ich mir schon angeschaut habe, es ist auffällig, dass sie relativ kleinformatig sind. Kleinformatig meint im Format vielleicht 30 bis 80, 90 Zentimeter hoch. Wählen Sie sich dieses Format ganz bewusst aus? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe nie eine Werkstatt gehabt, die groß genug gewesen wäre, um darin zum Beispiel einen Kran aufzustellen. Deswegen meine Skulpturen sind zum allergrößten Teil von der Größe, die ein Mann gerade tragen kann. Mhm. Das ist der Grund. Das ist ein relativ pragmatischer, genau. Einfacher, genau. Grund. Ja. Ich möchte noch mal darauf zu sprechen kommen. In Ihrer Arbeit setzen Sie sich ja auch in Bezug zu Themen des 21. Jahrhunderts. Und das 21. Jahrhundert können wir ja ganz gut beschreiben als ein Jahrhundert der Globalisierung und auch der Digitalisierung. Jetzt haben wir im Gegensatz dazu Holz, das gelebt hat, und Stein, den Marmor, ja, also der ganz viele Jahre braucht, um zu entstehen. Und dann haben wir sowas Virtuelles, Kurzlebiges wie die Digitalisierung. Wie bringen Sie das zusammen? Ja, es ist immer die Frage nach dem Gefühl. Sehen Sie, Globalisierung. Ich habe unter anderem auch ein Wirtschaftsstudium hinter mir, und Globalisierung hat sehr viele Aspekte und hat sehr viele Vorteile und hat sehr viele Nachteile. Es ist ein Punkt gekommen, an dem ich das Gefühl hatte, dass man sich dagegen, jetzt muss ich aufpassen, dass man sich dagegen erheben muss. Nicht in Form von Gewalt und nicht in Form von, was wir leider erlebt haben in neuester Zeit, sondern vom Gefühl her und auch vom Intellekt her. Und um auf meine Skulptur zu kommen, es ist eine Skulptur aus einem Stück Olivenwurzelholz. Das ist ein in sich verknoteter und gequältes Gebilde. Und auf diesem Gebilde sind stufenförmig Steine angeordnet, die irgendwie an die Spitze streben. Und die heißt, erhebt euch, ja, diese Skulptur. Und eine andere Skulptur hat den Titel Facebook, Face, Ausrufezeichen, Book. Und es ist, in meinen Augen, ist es eine Fratze mit einem Knopf auf der einen Seite, mit einem kleinen Bildschirm auf der anderen Seite, und vom Profil gesehen ähnelt es dem F von Facebook. Und ich finde, das war mein Gefühl, dem habe ich jetzt Ausdruck gegeben. Ich will das weder so noch so werten, sondern ich spreche von meinen Gefühlen, denen ich eine Form gebe. Und das ist dabei entstanden. Mhm. Kann man auf meiner Webseite sehen, www.sculptartes.de. Gut, schön, dass Sie das erwähnen.
Trotzdem finde ich höchstpersönlich sehr, sehr spannend, dass sie diese Themen miteinander verbinden. Vielleicht können wir das erstmal so stehen lassen. Was mich persönlich noch weiter interessieren würde, wäre, wie sind Sie zum Paul Klinger Künstlersozialwerk gekommen? Ach, das war auch ganz einfach. Ich war in einer Lesung von Frau Hella Schwerler, mit einer Schriftstellerin, mit einem spannenden Roman aus Südafrika, wo sie eine Zeit lang gelebt hat und sehr, sehr spannende Erlebnisse dort hatte. Und kurz und gut, im Gespräch dann mit ihr ist sie auf den Paul-Klinger-Verein gekommen und hat mich eingeladen, mal da zu erscheinen. Das habe ich dann auch getan und es tut mir bis heute nicht leid, sonst wäre ich ja hier gar nicht hier. Ja, gut, aber die Geschichten, warum Künstler in den Paul-Klinger-Künstler-Sozialverein eingetreten sind, sind ja immer ganz, ganz unterschiedlich. Ich möchte hier an dieser Stelle einen Song ankündigen, der mir ganz besonders am Herzen liegt, den ich einfach liebe, der mir immer Spaß macht und der gute Laune verbreitet jetzt hier an diesem Sommerabend. Und zwar ist das Buena Vista Social Club Chan Chan. Super. Liebe Radio-Lora-Hörer und Hörerinnen, wir sind wieder eingeschaltet, zugeschaltet bei den Künstlerfragen, eine Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes und heute Abend zu Gast Herr Stefanescu. Herr Stefanescu, Sie haben mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass Sie seit 2007 in Icking leben, zuvor in München, jetzt in Icking. Was gefällt Ihnen an Icking? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin Großstadtkind. Ich bin in Bukarest aufgewachsen. Eine laute, sehr laute und sehr lebendige Stadt. Und von dort bin ich nach München gekommen, wo ich fast 30 Jahre lang gelebt habe. Auch eine laute, lebendige Stadt, die ich eigentlich sehr, sehr gemocht habe. Aber dann habe ich meine Frau kennengelernt und die stammt aus der Gegend, aus dem Isartal. Und als ich diese Gegend sah, fiel mir auf, dass sie starke Ähnlichkeit hat mit der Landschaft um Schäßburg herum. Schäßburg ist wiederum eine Stadt in Siebenbürgen in Rumänien, wo ich als Kind große Teile meiner Sommerferien verbracht habe und welche die glücklichste Zeit meines Lebens gewesen ist. Und als ich dann diese Landschaft um Icking herum im Isartal gesehen habe, habe ich gedacht, mei, das kenne ich, das ist mir so vertraut und das liebe ich. Und dann war es nur ganz natürlich, dass wir in Icking zusammengezogen sind. Und wir haben jetzt ein Haus, in dem wir beide wohnen. Und das hat einen 180-Grad-Blick auf die Berge. Keine Nachbarn, ich kann da Krach machen, Staub machen und wirklich meine Skulpturen bearbeiten, ohne Sorge, dass das jemand stören wird. Also die Antwort auf diese Frage, es erinnert mich sehr stark an meine glücklichste Zeit in Siebenbürgen in Rumänien, woher meine Mutter auch stammt übrigens. Ich verstehe. Sie haben sozusagen in der neuen Heimat ein Stück Ihrer alten Heimat wiedergefunden. Ja, das kann man so sagen. Ja, sehr schön. Was mich interessieren würde, was ist denn eigentlich, Sie kamen ja ganz neu nach Deutschland, was ist denn Ihr erstes Erlebnis, an das Sie sich noch erinnern können, das Sie irgendwie geprägt hat, das Sie witzig fanden, lustig fanden, was Sie berührt hat? Also geprägt weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin da nach Deutschland auf Einladung des DAAD, Deutschen Akademischen Auslandsdienstes, gekommen, als Teilnehmer an einer Lehrertagung in Braunschweig. Mitten im Wald, ein Gästehaus, und als ich dort ankam, es war Nachmittag und es war noch gar nichts los, und dann bin ich hinausgegangen auf die Straße, das war so eine asphaltierte Straße im Wald, und ich guckte sie mir an und berührte sie und dachte mir,
wie kann das sein? Das war, soweit das Auge reichte, war das eine absolut gleichmäßige Fläche ohne Fehl und Tadel. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Ich verstehe. Kommen wir doch noch mal darauf zurück in Icking. Kaum Nachbarschaft, Sie können schalten und walten, wie Sie wollen. Sie können sozusagen ungehindert an Ihrer bildhauerischen Arbeit, an Ihren Skulpturen arbeiten. Mich würde brennend interessieren, an was arbeiten Sie aktuell? Was beschäftigt Sie? Was entsteht gerade? Also was ich hoffe, dass entstehen wird und das auch wirklich entsteht, ist der Versuch in Holz. Ich arbeite jetzt mal in Holz mit der Kettensäge und ich versuche, die Gestalt einer Geigerin zu schaffen. Warum eine Geigerin? Weil ich vor einiger Zeit eine Cousine zweiten Grades von mir kennengelernt habe, die Geigerin ist und die in der Schweiz ein Festival ausrichtet. Und ich habe sie dort auf der Bühne erlebt. Und das war eine Form und eine Gestalt. Es ging nicht um sie persönlich, sondern es ging um die Abstraktion dieser Bewegung, dieser Haltung, dieses freies Atmen und gleichzeitig extrem konzentriert. Ja, und dieses Gefühl, was ich damals hatte, das versuche ich jetzt umzusetzen und diese Gestalt eines geigenspielenden Menschen in Holz zu kreieren. Das wird keine figürliche Arbeit in dem Sinne, das wird auch abstrakte Züge haben, weil die Proportionen vielleicht verschoben sind oder so, aber es ist für mich eine sehr spannende Sache. Und mit der Kettensäge dran zu gehen, das bedeutet Krach, das bedeutet Abfall, das bedeutet Sägespäne und das bedeutet Anstrengung. Ja. Ich verstehe. So, das wird also noch eine Weile dauern. Aber in Icking dürfte das alles gar kein Problem sein. Trotzdem ist es doch jetzt spannend, dass Sie sich sozusagen eine menschliche Figur als Thema nehmen. Ich weiß aus Gesprächen von anderen bildenden Künstlern, anderen Bildhauern, dass immer wieder auch das Aktzeichnen sozusagen als eine Art Schulung, als eine Art Übung von diesen Bildhauern, von den, ja, bildenden Künstlern gemacht wird. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch Akt studiert? Haben Sie auch Aktstudien gemacht? Aktstudien direkt nicht, nein. Am Anfang, als ich beschlossen habe, wieder Bildhauerei zu machen und mich den Steinen zu nähern und so weiter, da habe ich ganz prosaisch und ich bin ja Autodidakt. Ganz prosaisch einen Volkshochschulkurs belegt und mir angeschaut verschiedene Materialien. Und dabei war auch eine Akt-Session, wo wir einen Akt modellieren sollten in Ton. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe ungefähr anderthalb Jahre lang Zeichenunterricht bei einer Münchner Grafikerin genommen, deren Namen ich gerne nenne, Margit Türk. Und dort habe ich auch mit allen möglichen Materialien experimentiert, Öl und Bleistift und Kohle und was es alles gibt. Aber Zeichnen, ja, Aktzeichnen, das wäre vielleicht gut, nochmal da einzusteigen. Und sich vielleicht auch nochmal Inspiration holen für die nächsten Skulpturen. Ja. Hier an dieser Stelle möchte ich Diana Ross and the Supremes hören, und zwar den Song Where Did Our Love Go? Radio Lora, wir sind wieder auf Sendung bei den Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Ja, jetzt habe ich das schon oft genug erwähnt, jetzt möchte ich das Paul Klinger Sozialwerk doch einmal kurz vorstellen. Seit über 30 Jahren ist das Paul Klinger Künstlersozialwerk Ansprechpartner in allen sozialen und rechtlichen Fragen für alle künstlerischen Berufe. Und ganz besonders für die jungen Künstler, die noch unerfahren sind, die noch ganz am Anfang stehen, die bekommen hier Unterstützung durch Informationen, Beratung von Fachleuten und konkrete Hilfestellungen, was zu tun ist, um nicht
in Fallen zu tappen, die besonders für Anfänger gefährlich sind. Ja, das Paul Klinger Künstlersozialwerk, ein kleiner Versprecher, bietet Informationssprechstunden hier in München. Erwähnen möchte ich hier auf jeden Fall den monatlichen Künstlerstammtisch, wo man andere Künstler kennenlernen kann, wo man sich gut vernetzen kann. Der monatliche Künstlerstammtisch für Künstler hier aus München und aus dem Umland. Sie können uns jeden ersten Dienstag eines Monats um 18 Uhr in der Bar Roy am Sendlinger Tor besuchen. Und Sie sind herzlich willkommen und wir freuen uns auch unangemeldet. Wichtig finde ich ebenfalls den regelmäßig erscheinenden Künstlerreport, der informiert über Künstler, über neue rechtliche und steuerliche Informationen. Wenn Sie sagen, gut, das ist mir jetzt alles zu viel, ich möchte das einfach nochmal nachlesen, dann schauen Sie doch im Netz unter www.paul-klinger-künstlersozialwerk.de oder, wer es lieber analog mag, unter der Telefonnummer 089 57 00 48 95. Für diejenigen, die jetzt gar nicht mitgekommen sind, ich empfehle Ihnen, schauen Sie bei Google nach, geben Sie einfach Paul Klinger Künstlersozialwerk ein und irgendwann kommen Sie dann auf die richtige Homepage. So, mein Gast heute Abend ist Herr Stefanescu, Bildhauer aus Rumänien, lebt im Moment in Icking mit seiner Familie. Wir haben uns jetzt die ganze Sendung schon über Ihr künstlerisches Werk unterhalten. Es gibt einen Aspekt in Ihrem Leben, der Ihnen sehr wichtig ist. Ich spüre da schon, dass Sie drüber sprechen möchten. Sie engagieren sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen? Ich bin ja selbst Flüchtling. Ich bin nach Deutschland gekommen mit zwei Koffern, ohne Netzwerk, ohne Geld, ohne Kontakte, ohne Verbindungen, ohne allem und musste mir hier ein Leben aufbauen. Und das war in den ersten paar Jahren extrem schwer, wobei ich ja den Vorteil der Sprache hatte, den Vorteil, dass ich die Kultur kannte, deutscher Kindergarten, deutsche Schule, Germanistikstudium und so weiter. Ihre Mutter ist meine Mutter oder war deutschstämmig, ja. War deutschstämmig, genau. Also ich hatte alle diese Vorteile und als ich dann die ganzen Menschen sah, die nach Deutschland kamen und die Bilder, die wir alle kennen am Münchner Hauptbahnhof, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, da muss ich irgendwie was tun. Und es wurden viele nach Icking gebracht, in der Turnhalle des dortigen Gymnasiums. Und wir haben uns alle aus meinem Bekanntenkreis, die irgendwie noch rüstig genug waren, haben sich aufgerafft und haben was gemacht. Wir haben Sachen gesammelt und gespendet und so weiter und so fort. Ich habe dann Deutschunterricht gegeben, eben ehrenamtlich, Pakistanis und Afghanen und aus dem Iran und aus Afrika. Das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert, leider nicht so oft, wie es nötig und sinnvoll gewesen wäre, aber es war immerhin ein Anfang. Ja. Und man konnte also nicht untätig bleiben, weil mich das aus meinem eigenen Erleben berührt hat und ich habe diese Leute erlebt, manche von ihnen mit abgeschlossenem Universitätsstudium, die unter unsagbaren Bedingungen nach Deutschland gelangt sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Ein Diplom-Ingenieur, eine Ärztin, Kinderärztin, fertig ausgebildete Kinderärztin, ja, saß da und wusste nicht weiter. Ja. Hat alles verloren, hat alles aufgegeben und sich unter unsäglichen Umständen und Bedingungen auf den so Weg nach so Deutschland gemacht. So ist es. Gebildete Menschen, zivilisierte Menschen, das möchte ich unterstreichen. Natürlich waren nicht alle so, aber einige unter ihnen waren so.
Und die haben auch die anderen geprägt. Also die haben sich als Mittelpunkt erwiesen für die anderen, die dabei waren. So. Und dann habe ich im letzten Jahr, diesmal nicht mehr ehrenamtlich, aber ich habe ein halbes Jahr lang für eine Gruppe Geflüchteter habe ich einen Integrationskurs gegeben, Vorbereitung auf den deutschen Arbeitsmarkt mit allem drum und dran, also rechtliches, vertragsrechtliches Bewerbungstraining und. Und einige davon, also die Hälfte ungefähr, die haben Ausbildungen bekommen, die haben Jobs bekommen. Und es war für mich, hat es nie eine so genugtuende Arbeit gegeben, wie die Arbeit mit diesen Leuten aus Pakistan, aus Afrika, aus Syrien, aus Afghanistan. Es war unglaublich. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was macht diese Arbeit mit Ihnen, die Menschen in so einer scheinbar ausweglosen Situation, Ihnen zu helfen? Das stelle ich mir als unglaublich sinnstiftend vor. Es gibt ja auch den Satz, der hilft, der macht auch sich selbst glücklich. Das kommt ja dann auch zurück, wenn man merkt, dass die Menschen sich öffnen, dass sie sich weiterentwickeln und vielleicht sogar, so was Sie so gesagt haben, hört sich so an, dass sie hier anfangen, langsam wieder Wurzeln zu bekommen. Schauen Sie, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Wenn man diese Menschen mit einer bürokratischen Einstellung behandelt, als wären sie Nummern, als wären sie irgendwelche Karteikarten, als wären sie irgendwelche, so, die spüren das. Wenn man ihnen aber mit Respekt begegnet und sie so behandelt, wie sie sind, nämlich als Menschen, und versucht ihnen das zu geben, was sie brauchen, damit sie hier vorankommen, dann reagieren diese Menschen ganz anders, ja. Und dann zeigen sie das, was man viele nicht wahrnehmen wollen, dann zeigen sie wirklich ihr menschliches Antlitz. Das sind Menschen und das sind Rechtschaffene, die, also ich würde sagen, natürlich gibt es Ausreißer, aber die ganz, ganz große überwältigende Mehrheit sind rechtschaffene Menschen, die nichts anderes wollen, als hier zu arbeiten, Steuern zu zahlen, sage ich ganz überdeutlich, ja, und ein Leben zu gründen. Genauso wie ich vor 40 Jahren. Also, ich bin bei Ihnen, ich bin mit Ihnen und ich bin einer von Ihnen letztlich. Das denke ich doch auch. Ja, das, was Sie hier erzählen, bewegt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie hier bei uns waren. Die Sendung neigt sich so langsam dem Ende zu und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Stefanescu, dass Sie hier waren. Ich möchte mich auf jeden Fall auch schon mal bedanken bei der Technik, bei Günther, der mich einfach ganz wunderbar durch meine erste Moderation für Radio Lora, für die Künstlerfragen gebracht hat. Herr Stefanescu, ja, ich möchte mich zu Wort. Genau. Ich möchte mich ja auch bedanken bei beiden, bei Ihnen, Frau Hubucher, und bei der Technik. Jetzt schaue ich mal weg vom Mikrofon, das wird man hören. Vielen Dank. War eine ganz große Ehre und hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das freut mich ganz besonders. Ja, ich darf jetzt hier an dieser Stelle schon mal auf die nächste Sendung von Künstlerfragen hinweisen, auch wieder hier auf Radio Lora 92,4. Und zwar ist die nächste Sendung am 25.8., wie immer der vierte Freitag im August. Und ich persönlich freue mich, dass ich ein zweites Mal moderieren darf und freue mich ganz besonders auf den französisch-israelischen Fotografen Nir Avner, der, und Sie dürfen wirklich gespannt sein, eine ganz besondere Leidenschaft für die Hunde in dieser Stadt München hat. Warten Sie bis zum 25.8. Hier auf Radio Lora 92,4 folgt gleich um 8 Uhr die Sendung Literaturverhör und wie jeden vierten Freitag im Monat mit dem Poesiemagazin von 20 bis 21 Uhr. Und aus der Sendung hinaus geleitet uns jetzt Marvin Gaye, What's Going On?